Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Und was spielen wir heute? Wir spielen ein Spiel für die PlayStation Pro und zwar spielen wir Far Cry New Dawn. Ich habe den fünften Teil gespielt wie so ein Bekloppter und wenn ihr genau wissen wollt, warum, wieso, weshalb hier alles so passiert, wie es hier im Far Cry New Dawn ist, dann müsst ihr den fünften Teil spielen, am besten durchspielen, damit ihr seht, was am Ende passiert. Ich spoilere es trotzdem jetzt ein bisschen, und zwar, wenn man ein bestimmtes Ende hatte oder auch mal ein Ende, passiert es, dass Joseph, also der Sektenführer sozusagen, einen Atombomben zündet. Und dieses Spiel hier startet sozusagen 17 Jahre nach dem Atombomben-Massaker, kann man sagen. Deswegen gehen wir mal direkt rein ans Eingemachte. Zugi! Körperform auswählen. Okay, also als Captain der Wachmannschaft von Thomas Rush lautet deine Mission, Siedlungen in ganz Amerika aufzubauen und zu sichern. Als Captain der Wachmannschaft von Thomas Rush lautet deine Mission. Achso, ich kann ja auswählen, wer ich sein will. Ich will männlich sein. Boah. Ich weiß, was ich tue und ich mag Herausforderungen. Entdecker, ich interessiere mich vor allem für die Story und will die Welt auskundschaften. Ich weiß, was ich tue, ich mag Herausforderungen. Echt übel. Hör auf zu labern und zack, was ja. Also ich glaube, wir spielen hart. Müsste auch klappen. Hoffe ich zumindest. Oh, es geht direkt los. Mein Name ist Kamina Rai. Der Tag meiner Geburt war der Tag, an dem die Welt unterging. Die Überlebenden mussten ein neues Leben unter der Erde beginnen. Oben gab es nur Asche. Kälte und Tod. Die Leute dachten, es bliebe ewig so. Aber ohne uns kehrte da oben das Leben zurück. Ich war 6 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Der Anblick brach Mom und Dad das Herz. Die Welt, die sie kannten, war zerstört. Doch für mich war das anders. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Wir waren nicht die Einzigen, die überlebt hatten. Und langsam, aber sicher, wurde unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden und Wohlstand. Ein neues Zuhause, ein neues Leben, eine neue Normalität. Doch, wie alles in der Welt, war es zu gut, um so zu bleiben. Die Highwaymen kamen aus dem Osten, angeführt von 2 Schwestern, Zwillingen. Sie sagten, sie hätten von unserem kleinen Paradies gehört. Und sie wollten es für sich allein. Wir hatten keine Chance. Sie nahmen uns alles, unser Essen, unser Zuhause, unsere Leute. Wir brauchten ein Wunder. Und dann hörten wir den Namen Thomas Rush. Er und sein Captain hatten an der ganzen Westküste Leuten wie uns beim Wiederaufbau geholfen. Und sie fuhren in einem Zug, der in Richtung Hawk County unterwegs war. Mom schickte mich zu ihm. Ich sollte sie überreden, uns zu helfen. Sie waren unsere letzte Hoffnung. Unsere Rettung. Aber es ging alles furchtbar schief. Ubisoft präsentiert. Production. Hört sich auch ganz schön anders, dass es schief läuft. Okay. Ich bin gespannt. Wie gesagt, der fünfte Teil war einfach ein Highlight. Also ich fand, der war echt gut. Der war nicht so gut wie Teil 3. Teil 3 ist immer noch am geilsten gewesen, vom Bösewicht her. Teil 4 und Primal waren okay. Aber der fünfte Teil hat mich echt, der machte mir wieder richtig Spaß. Auch das Erkundschaften von der Welt und so, das macht irgendwie auch Laune. Ist zwar immer das Gleiche, gebe ich zu. Trotzdem macht Spaß. Also gerade mal über zu überlegen, wie übernehme ich jetzt mal die Siedlung oder das Nest da. Du lebst! Scheiße! Sie kommen auf uns zu! Steh auf, Captain!
Komm jetzt! Diese verfluchten Highwaymen, die werden uns töten! Steh auf, Captain! Steh auf! Okay. Oh. Mein Gott, Barnes, wenn du weiter so schreist, lockst du sie nur alle hierher. Rush, du lebst! Hilf mir! Nein, wir haben keine Zeit, wir müssen weg! Barnes, wir lassen den Captain nicht zurück! Was für ein Arschloch wollte mich da lassen, der Penner? Sie kommen hierher, schnell! Wir müssen zusammenbleiben, verstanden? Cap, deine große Stunde. Wir müssen uns bewaffnen, unsere Leute holen und einen Weg hier rausfinden. Leichter gesagt als getan. Ein Schritt nach dem anderen. Geh vor, wir folgen dir. Aus dem Wrack kriechen, Story-Mission. Okay. Mein Gott, ich dachte, das war's. Wir müssen den Waggon mit den Waffen finden. Und ausrüsten. So viele Leute wie möglich retten. Hier lang war's. Bleib beim Captain. Wir sollten alles abschreiben und fliehen. Weg hier! Wir können noch mehr retten. Okay, der ganze Zug ist im Arsch. Bin hier mal rein. Ein paar sind tot. Was hast du hier? Eine Mission, okay. Herkommt. Du musst mir helfen. So. Lass mich bei denen zurück. Captain, du lebst. Okay, wir haben eine Waffe gefunden. Eine Waffe haben wir schon mal. Wachmannsschutz. Ich habe meinen Zweifel in dieser Mission. Ich weiß, dass wir Leuten helfen sollten. Ich weiß es, aber die Geschichte, die einen über die Heimwehrmann zu hören kommen, mit sowas hatten wir noch nie zu tun. Okay. Dafür haben wir schon. Okay, komm, wir gehen jetzt mal weiter. Wir können nicht von allen was plündern, wie man sieht. Sollen wir Gong hier reingehen? Bauerntor, wenn Hope Country so fruchtbar ist, wie Kamina behauptet, sollten wir erst in diesem Jahr dreifache Menge einfahren. Die Menschen sind überall. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich verschwinden. Wir müssen weiter. Da müssen noch mehr sein. Okay, wir haben hier noch ein paar. Ein paar Wurfmesser hier reinpacken? Herstellen können wir die? Können wir nicht. Okay. Okay, also wir haben es ein bisschen drauf. Was die Messer angeht. So, gucken wir nochmal. Alter,
Wie killt er die denn bitte sehr? Was ist der denn für ein mieses Schwein? Hat sich das Mädchen der Rice in unser Gebiet ge... Was war das? Scheiße. Aber wir sollten jetzt wirklich verschwinden. Mach das Frischfleisch fertig für die Zwillinge! Was ist das? Okay, lass uns mal rausgehen hier und ein bisschen rumballern. Die Zwillinge sind unterwegs. Boah. Wir müssen abhauen. Alter Scheiße. Ey, ich komme hier gar nicht weg. Captain, wir müssen weg. Ey, sie hilft uns jetzt noch mal kurz. Ich komme sofort. Eieiei. Durch einmal. Wir müssen abhauen. Komm, komm. Die hier weiter. Los, kommt, Leute. Entkomme, sagt er. Okay, wir laufen einfach mal in die Richtung. Und was passiert? Okay, da ist Sense, würde ich sagen. Vorsicht! Fort! Oh. Frohe Weihnachten, Leute! Santa hat uns einen ganzen Zug voller Geschenke gebracht. Oh. Was haben wir denn hier? Häschen. Oh. Ich muss euch Häschen eine Frage stellen. Was habt ihr gedacht, würde passieren, ha? Fahrt in einem fetten Zug an. Überall schwarzer Rauch. Und wir sollen nichts merken? Was wollt ihr? Barnes. Wir wollen wissen, ob ihr Problemlöser seid oder Problemmacher. Was? Unser Papst sagte immer, Leute lösen entweder Probleme oder machen Probleme. Die Welt hat zu viele verdammte Probleme. Wir suchen Leute, die uns helfen, Probleme zu lösen. Unsere Probleme. Seid ihr Problemlöser? Ist alles gut. Nahrung, Kleidung, Waffen. Ihr kriegt alles bei uns. Sogar eine Krankenversicherung. Aber wenn ihr Probleme macht, ja, Papst hat uns gelehrt, was man mit solchen macht. Problemmacher müssen gelöst werden. Mhm. Der Alte hat einen Haufen Probleme gelöst zu seiner Zeit. Scheiße, ja. Also, Häschen. Seid ihr Problemlöser oder Problemmacher? Wir lösen Probleme. Wir haben schon Probleme im ganzen Land gelöst. Wir besorgen Trinkwasser, bauen Häuser. Wir können euch alles beschaffen, was ihr braucht. Barnes, halt's Maul! Ihr könnt das alles bauen? Nun, nicht ich. Aber Rush hier. Na?
Nun, dann wirst du zu unserem neuen besten Problemlöser. Ach, fick dich doch. Oh. Okay. Fertig? Also, nochmal von vorn. Hilfst du dabei, unsere Probleme zu lösen, Mr. Rush? Okay. Okay. Hat mich zwar ein bisschen gerettet jetzt, dadurch den Sturz, aber... Ah, nicht die feine englische Art. Oder schwimme ich. Oder liegt auch eine Waffe. Oh. Das sind ja zwei geile Schwestern. Hey, hey, wach auf, wach auf. Ich kenne dich aus dem Zug. Du bist der Captain vom Sicherheitsdienst, oder? Ich bin Carmina. Coole Synchronstimme. Ich hab dich ins Wasser stürzen sehen und ich könnte dich vom Ertrinken retten, aber... Soweit ich das sehe, sind wir die Einzigen, die entkommen sind. Komm mit. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Die Zwillinge, sie sind weg mit Rush, aber es sind noch viele Highwaymen hier. Okay, also wir müssen nach Hope County. Meine Mom, sie wird wissen, was zu tun ist. Komm schon. Cool. Hallo. So. Hallo. Wie cool. Hallo. Hast du mir gerade sehen gerade? Wie heißt nochmal? Hallo. Okay. Ich muss nur den Fluss folgen, um nach Hope County zu kommen. Hat er hier drückt, um das Waffenrad zu öffnen und Objekt auszulegen. Kaum zu glauben, was passiert ist. Hier richtig herstellen können wir noch nichts. Wir wussten, dass der Zug kommt. Ich hätte das ahnen müssen. Oh, wir können Molotovs herstellen. Noch machen. Diese beschissenen Zwillinge, Mickey und Lou. Rauchgranate. Ich bin ihnen zum ersten Mal begegnet, als sie zu unserem Haus kamen. Sie meinten, es würde jetzt ihnen gehören. Wir sollten entweder freiwillig abhauen oder mit dem Haus in Flammen aufgehen. Überlebensratgeber? Ist der hier? Okay. Finde Hoffnung. Gut, finden wir mal Hoffnung. Also. Mein Vater hat versucht, sich zu wehren. Also haben sie sich erst ihn und dann das Haus geschnappt. Ah, sieht schon wieder ganz geil aus eigentlich, ne? Wir mussten allein neu anfangen. Gehen wir in die Hütte rein, vielleicht finden wir hier was. Aber meine Mom hat die Überlebenden zusammengetrommelt und wir haben versucht, einen sicheren Ort aufzubauen. Ih, das sind eklige nackte Ratten. Okay, haben wir schon was gefunden? Komm durch. Opfer, Gewehrmunition, Lösemittel. Was man so alles findet, ne? Ist die Frage, wo wir jetzt hin sollen. Erreiche Hope County. Aber kann man denn irgendwo eine Karte sehen vielleicht? Eine Karte wäre nicht schlecht. Kann man die hier sehen? Wo wir längs können. Da ist noch eine Hütte, die gucken wir uns auch nochmal an. Also sieht ja ganz schön aus nach dem Atomkrieg hier. Alles schön heile geblieben. Also nicht heile geblieben, aber schön bewuchert. Ah, hier, guck mal. Aha. Nichts da, was wir brauchen können. Also ist hinter uns die ganze Zeit, ne? Dann laufen wir weiter hier. Kriegt er mal eins in die Fresse von mir. Okay. Okay. Oh, ist ein fetter Elch. Da oben ist ein Tunnel, der nach Hope County führt. Die Highwaymen versperren uns den Weg. Wir werden Feuerkraft brauchen. Gehen wir. Kriegen wir jetzt Feuerkraft her? Also sie kennt einen anderen Weg? Nee. Scheiße, was ist denn passiert hier?
Ah. Gewehrmunition, ja super. Dann haben wir einen Stock mit hier. Wo wir gar nichts haben. Wenn du einen Nahkampf ausgerüstet hast, kannst du R2 halt nur mehr Schaden zuzufügen. Ah, okay. Suchen wir uns mal Feuerkraft. Sehen wir hier unten ja noch irgendwas? Schaut gerade nicht so aus. Durch die alte Mine bin ich durchgekommen, als ich Hilfe holen ging. Da drin ist eine Werkbank. An der kannst du Waffen herstellen. Oh, wie cool, dann machen wir das nochmal. Rush sollte das letzte Puzzlestück sein, damit wir uns endlich wehren können. Aber jetzt ist alles noch schlimmer als vorher. Wir sammeln mal einfach alles ein. Wer weiß, dass wir das gleich bauen können. Tut mir leid um deine Leute. Ich verspreche, ich werde einen Weg finden, das wieder gut zu machen. Ja, zumindest sind die Tiere nicht so verseucht, dass sie uns umbringen wollen. Wir haben auch noch ein paar Sachen, die schnappen wir uns mal. Ich muss nicht wieder hochkommen, ich wollte es nur einmal. Wir gehen hier mal rein. Da ist die Werkbank, die ich meinte. Rush sagte, du weißt dir zu helfen. Na dann bauen wir mal was. Okay. Alles mit einsammeln, was wir hier finden. Wir können bestimmt was Cooles bauen. Da noch mehr Tools. Oh, perfekt. Was kaputt hauen? Gehen wir zur Werkbank. Habe ich hier noch irgendwas? Nee, die Werkbank ist da vorne. Mal sehen, was wir bauen können. Ich weiß es auch nicht, aber hier liegt noch was im Medizinkasten. Über. So, gucken wir mal. An solchen Werkbänken kann man improvisierte Waffen bauen und Munition nachfüllen. Sehen wir mal, welche Waffen wir bauen können. Okay, Shop-Punkte. Ja, wir brauchen mehr Material. Das heißt, wir müssen uns umsehen und was Brauchbares finden. Okay, also wir können noch nichts bauen. Ein bisschen Material werden wir wohl noch finden hier. Stimmt. Natürlich cool. Da keine Shops mehr. Schleppen wir das Zeug zurück zur Werkbank. Bei dem anderen waren das immer so Shops bei Teil 5, wo man Sachen kaufen konnte. Hier ist natürlich ganz geil, wenn man selber was bauen kann. Das Ding können wir jetzt basteln. Okay, dann stellen wir es mal her. Herstellen Materialien? Yes. Und noch eine bauen? Blattwerfer? Krass! Die Highwaymen können sich jetzt auf was gefasst machen. Jetzt gut. Können wir die Brücke angreifen. Okay, das war vielleicht nicht so clever. Aber jetzt greifen wir die Brücke mal an, denn. Bin gespannt. Mann ey, du atmest den Kram ein und es schützt deine Lunge. Die Zwillinge haben gesagt, dass keiner Hope County verlässt. Keiner. Irgendwie eine Waffe, die nehmen wir mit. Und du dir auch eine Waffe? Genau. Wir plündern die Tanten auch nochmal. Was plündern, ne? Okay. Gut, dann komm, lass uns die Brücke mal angreifen. Ich glaube, das ist natürlich ein Tick cooler eigentlich, ne? Finde ich. Dann werden wir ein paar Sägeblätter noch. Mach mal. Erreiche den Tunnel. Da sind auf jeden Fall welche. Frage von wo wir angreifen.
So. Leichen wir mal da längs. Wo die sind. Die Hyopais. Sind durch die Kornblumen hier. Müssen wir sie nicht irgendwo runterfallen? Oh nein! Shit, was mache ich? Oh nein! Ans Leben klammern! Vielleicht kommt sie und rettet mich. War ein bisschen dumm gerade, ne? Das war ein bisschen dumm von mir. Wir müssen kurz um die Ecke laufen hier. Ich kriege das noch hin, bevor die mich treffen. So. Komm her. Blöde Fotze. Okay, ich schleife mich von hinten ran. Du schon wieder? Ach Mann. Ich bin getroffen. Scheiße, das ist das übel. Richtig übel. Ja, wir helfen dir kurz. Okay, zieh schon mal. Oh, hier ist er auf. Alles klar, der Weg ist frei. Mann, Mann, Mann. Das war mal richtig schlecht geschossen, alles. Signale sind voll okay. Okay, aber wir haben es geschafft. Das war der Tunnel. Dann gehen wir da drüben mal durch. Okay, was uns da erwartet, sehen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.